Tja, Deutschland hat wieder ein Traumpaar auf dem Eis. Kathi Winkler und Renny Lohse. Herzlich willkommen, ihr beiden. Sind Sie gut reingerutscht ins neue Jahrtausend? Ja, es war sehr schön Silvester, aber wir sind natürlich auch früh ins Bett gegangen, um heute hier gut zu laufen. René, Sie belegten bei den Weltmeisterschaften den 7. Platz. Das war die beste Platzierung für einen deutschen Vertreter, also der Deutschen Eislaufunion. Gibt es, das ist ja nicht so oft der Fall, dass Eistänzer dieses innehaben, gibt es so einen zusätzlichen Motivationsschub? Ja, also wir sind schon ein bisschen stolz darauf, dass wir diesen 7. Platz, den wir uns damals vorgenommen haben, auch erreicht hatten. Das haben andere leider nicht geschafft aus unseren deutschen Reihen, weil man muss auch dazu sagen, im Eistanzen ist, wenn man sich hochgearbeitet hat, leichter ist, auch diesen erwarteten Platz zu erfüllen. Und die anderen Deutschen hatten ein bisschen Pech gehabt, aber wir hoffen, dass die nochmal anknüpfen können dieses Jahr. Auf der anderen Seite muss man das auch wirklich erstmal umsetzen, dass man Jahr für Jahr ein oder zwei Plätze weiter nach vorne rutscht. Und Sie haben da auch ab und an mal einen riesigen Sprung getan. Und das, obwohl Sie, sagen wir mal, in Oberstdorf wohnen, das ist natürlich das Eistanzzentrum in Deutschland. Aber wäre vielleicht manchmal nicht eine Großstadt wünschenswert, rein kulturell, so für die Anregungen? Es ist natürlich schon manchmal schwierig, in so einem kleinen Dorf zu leben, gerade wenn man aus Berlin kommt. Aber ich muss sagen, wir sind ja auch hingegangen des Trainings wegen und wir haben dort den besten Trainer, den wir uns vorstellen können und die besten Eisbedingungen im Bundesleistungszentrum und deshalb fühlen wir uns da sehr wohl. Mhm. Dagmar Höberowa-Giese hat jetzt versucht, Sie und Ihre Erfolge mal kurz zu skizzieren. Kathi Winkler und René Lohse sind die besten deutschen Eistänzer. Ihre graziösen Bewegungen sind auch ohne Schlittschuhe eine Augenweide. Seit 3 Jahren leben und trainieren die beiden Unteroffiziere der Bundeswehr in Oberstdorf. Ein hübsches Paar, das privat jedoch getrennte Wege geht. Durch ihren Beruf allerdings verbringen sie mehr Zeit zusammen als manches Ehepaar. Der Blick aus Kathis Wohnung geht direkt auf die Eisfläche und dort arbeiten die beiden jeden Tag mit dem erfolgreichen Trainer Martin Skotnitzki. Seine hohen Erwartungen bereiten dem Paar Sorgen. Zu Beginn dieses Jahres hatten sie miteinander Probleme. Die Eistänzer waren mit einigen Entscheidungen des Trainers nicht einverstanden. Skotnitzki wiederum bemängelte die fehlende Bereitschaft zum harten Training. Dennoch haben die beiden Berliner bei der Europameisterschaft in Prag mit dem 6. Rang ihre beste internationale Platzierung erreicht und die Querelen beseitigt. Ich denke, das ist aus der Welt geschafft jetzt, das Problem. Denn wir haben auch daran gearbeitet, haben auch viel gelernt aus der letzten Saison. Und ich denke, wir sind da wirklich auf dem Weg nach vorn und verstehen uns auch sehr gut. Alles wird gut. Man arbeitet auf das gemeinsame Ziel hin, einmal ganz oben zu stehen. Das Talent dazu haben sie allemal. Ja, das wissen wir, dass sie das Talent dazu haben. Und wir wünschen natürlich nichts sehnlicher, als dass ihr ganz oben steht. Aber das ist sehr, sehr schwer, gerade im Eistanzen, wirklich ganz oben hin zu gelangen. Warum ist das denn so schwer, Kathi? Weil es im Eistanzen doch sehr viel um den Geschmack geht. Wir werden natürlich auch von Menschen bewertet und bei uns sind die Elemente sehr schwierig zu unterscheiden, auch von den Preisrichtern. Und dadurch ist es wahnsinnig schwer, nach vorn zu kommen. So, jetzt gibt es ja neue Regularien für das Eistanzen. Welche sind das? Sind die jetzt dann auch leichter zu bewerten? Also zunächst mal müssen wir Drehungen machen, ohne dass wir uns anfassen. Das war was Neues. Also das wussten wir nicht. Bisher war das freigestellt. Und jetzt müssen wir diese halt nebeneinander drehen. Das ist neu. Dann 7 Hebungen sind gefordert oder werden erwartet, dass man es bringt. Und dazu Kreisschritt, Längsschritt, ähnlich wie im Paarlaufen beim Kurzprogramm. Und das ist schon. Und natürlich noch 2 Pirouetten da sind dazugekommen. Eine mit Fußwechsel und so weiter. Also wir haben eine Menge umzulernen gehabt und dazuzulernen gehabt. Also jede Menge Neuerungen und alles vorhanden in der neuen Kür. Und die werden wir jetzt sehen. Das Thema ist, Kathi? Time goes Millennium. Wir freuen uns drauf. Bitte schön. Kathi Winkler und René Lohse. Und Sie sind die einzige Hoffnung für die Deutsche Eislaufunion, in diesem Jahr ein passables Ergebnis zu erreichen, nachdem Tanja Schewtschenko bislang noch bei keinem Wettbewerb. Und bei mir stehen jetzt die erfolgreichsten deutschen Paarläufer der letzten Jahre, die letzten deutschen Weltmeister im Paarlaufen, Mandy Wötzel und Ingo Steuer. Groß Neuer erst schon mal.
Ich freue mich wirklich, dass Sie hier sind, denn es war arg stressig. Kann das sein? Stimmt es wirklich, dass Sie die ganze Nacht durchgefahren sind? Ja, das ist richtig. Also wir kommen aus Davos und das hat doch ein bisschen länger gedauert, bis wir abgefahren sind. Und somit waren wir eigentlich die ganze Nacht unterwegs und sind dann heute Morgen im schön verschneiten Garmisch angekommen. Aber ein bisschen schlafen konntet ihr im Auto? Ja, schon, aber doch ziemlich eingepfercht. Also ich sehe schon, dieses Profileben, das scheint noch entschieden stressiger zu sein als das Amateurleben. Und trotzdem, wir haben uns so hinter den Kulissen schon mal unterhalten. Ihr wirkt irgendwie ausgeglichener als früher. Könnt ihr mir das erklären bei dem Leben? Ja, das ist ganz einfach. Der ganze Druck, irgendwas zu gewinnen, der ist weg. Wir haben jetzt einfach viel mehr Spaß am Laufen und wir laufen für das Publikum und das ist einfach das Rezept. Ja, aber als Amateur läuft man ja auch fürs Publikum. Als Profi mehr? Naja, der Druck ist halt etwas weniger und man ist ein bisschen freier und auch die Wettkämpfe, wenn mal einer nicht ganz optimal läuft, dann ist nicht die ganze Saison futsch. Und jetzt mit der Champions Series bei den Amateuren ist es doch so, wenn man bei einem Wettkampf versagt oder durch Krankheit pausieren muss, hat man einfach den Anschluss verloren und das ist bei den Profis halt nicht so. Aber die Verletzungsgefahr ist natürlich nicht gebannt. Ingo, ich erinnere mich da, vielleicht sehen wir es hier. Eieieiei, das war in Oberhausen vor einem Dreivierteljahr. Was ist passiert? Ja, da hatte Mandy mich beim Dreifachwurflitz mit dem Ellenbogen an der Nase erwischt, sodass sie gebrochen war, offen war und wir mussten die Show abbrechen. Aber das ist nun mal so ein Paarlaufen, das ist nicht alles einfach, wie es immer aussieht und ist aber jetzt alles wieder in Ordnung. Also ihr habt schon einige Blessuren weggesteckt. Mandy, was macht dein Knie? Naja, ganz optimal ist es nicht und ich habe natürlich immer noch ganz schöne Schmerzen, aber ich versuche das heute gut übers Eis zu bringen. So, jetzt hat Ingo, hat es glaube ich gesagt, ihr lauft vor allen Dingen für das Publikum als Profis, das heißt für Sie zu Hause und für Sie, liebe Gäste hier in der Halle. Und was laufen Sie für das Publikum heute? Wir laufen heute Revolution, das ist ein ziemlich moderner Tanz und gerade in die heutige Zeit passt das wohl sehr gut, ja? Neues Jahrtausend, sage ich nur. Mandy Wötzel und Ingo Steuer, danke. Und die Weltmeister von 1997, Mandy Wötzel und Ingo Steuer, haben jetzt also in den letzten Monaten bei all der Reiserei und auch bei mancher Nachtschicht, wie wir gerade erfahren haben, die Kehrseite der Medaille kennengelernt. Mit der kommen sie allerdings auch bestens zurecht. Wie vor, warum nicht auch bei den beiden? Susanna Rackamo und Petri Koko, ihr wart das erste und bis jetzt auch einzige finnische Eistanzpaar, das jemals Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften gewonnen hat. Die Europameister von 95. Ja. Susanna Rackamo und Petri Koko. Also wir kennen uns jetzt auch schon richtig lange. Ist eine Hand auf Herz. Wie lange laufen Sie jetzt zusammen? Also wir laufen zusammen schon seit 85, also 15 Jahre fast. 15 Jahre und ich weiß, ihr seid wirklich sowas von kreativ. Ihr habt immer neue Ideen, neue Impulse, Innovationen. Was ist die Quelle eurer Kreativität? Na, wir finden, das ist die interessanteste in unserem Beruf, neue Ideen zu kreieren. So dafür, wir machen das gern. Da könnt ihr euch als Profis auch so richtig austoben. Besser wie als Amateure? Ja, schon. Wir haben viel mehr Möglichkeiten und Freiheiten zu machen, was wir möchten. Und was wir auch viel in den letzten Jahren gemacht haben, dass wir ganze Fernsehproduktionen, ganze Fernsehshows kreiert haben, sodass wir nicht nur die 4 Minuten oder 3 Minuten, was wir auf dem Eis machen, sondern den ganzen Abend. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber zunächst schauen wir mal euer erfolgreiches Amateurjahr zusammen an. Ich glaube, das war 1995. In der Kathedrale von Helsinki gaben sich Susanna Rackamo und Petri Koko das Jawort. Ein Bilderbuchpaar nicht nur privat, auch auf dem Eis. Das war 1995. Für die beiden offensichtlich das erfolgreichste Jahr bisher. Zum ersten Mal ihrer 10-jährigen Laufbahn wurden sie in Dortmund Europameister und gewannen im selben Jahr Silber bei der Weltmeisterschaft. Die Medaillensammlung war komplett, der Wechsel zu den Profis beschlossen. Oberstdorf blieb nach wie vor ihre zweite Heimat. Dort haben sie die besten Trainingsbedingungen und den besten Trainer Martin Skotnicki, der sie zu allen Erfolgen geführt hat.
Wir sind in Mitte 80er Jahre nach Oberstdorf für Training gegangen und da ging er zur Bande und sagt, also Kinder, was habt ihr gemacht? Also jetzt okay. Fängt man von Anfang an. Befreit von dem engen Korsett der Wettkampfregeln lassen sie nun ihrer Fantasie freien Lauf. Monatelang im Voraus sind die sympathischen Finnen ausgebucht. Allein in den USA hatten sie in den letzten 2 Jahren mehr als 100 Auftritte. Und dann gab es noch die Idee eines englischen Regisseurs, einen Videoclip für Enigma zu drehen. Die beiden waren begeistert. Mit diesem Clip wurde das finnische Paar auch dort bekannt, wo es kein Eis gibt. Das Video läuft sogar in Indien. Ja, da hat man es gesehen, immer wieder neue Ideen. Und neue Ideen gibt es jetzt schon wieder, gerade was Fernsehen betrifft, Petri? Ja, stimmt schon. Und wir versuchen etwas Außergewöhnliches immer zu machen. Und jetzt haben wir in Schneeburg in Finnland letztes Jahr gedreht. Und da wollen wir jetzt auch weiterhin, auch in diesem Jahr, ein Fernsehshow machen. Also es ist Eislaufen zurück, wo es eigentlich gehört, da auf den Natureis. In Lappland, ich weiß. Ja. Susanna, was sehen wir jetzt hier in Garmisch-Partenkirchen? Jetzt sehen wir ein Tango und Tango, die Finnen sind gut in Tango. Das ist 2 Nationen eigentlich, das tanzen Tango sehr gern. Die andere sind Argentinien und die Finnen. Aber diese Tango ist mehr Richtung argentinisch. Ja gut, dann sind wir mal gespannt. Der finnisch-argentinische Tango. Ja. Susanna Rackamo und Petri Koko. Bitteschön. Ja, das habe ich auch noch nicht gewusst, dass die Finnen so Tango begeistert sind. Por un Zapessa heißt also jetzt der Titel ihres Tangos, den sie präsentieren werden.